Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei meiner Mod-Vorstellung zu Better Than Wolves Mod. Und heute gehen wir ein bisschen in die Mechanik rein und wir haben ja in der letzten Folge uns dieses, ja, Tanned-Leder erstellt und das können wir jetzt in, also ihr seht das hier, wir können das in so Streifen schneiden, sage ich jetzt einfach mal. Und da kommen dann 8 Streifen raus, aus den Streifen wiederum können wir so ein, ja, ein Keilriemen machen. Würde ich das jetzt mal nennen, und aus den Keilriemen und den uns schon vorhandenen Zutaten wie die Gears hier, wo wir auch schon haben, die Zahnräder, können wir eine Säge herstellen. Und mit der Säge können wir dann später normales Holz zu 16 Woodenplanks machen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt zum Handarbeit, die man da betätigen kann. Und mit der Säge können wir das Ganze noch kleiner schneiden in, ja, Half-Steps, die man auch an, also die an die Wand geklatscht werden, in so, ja, Eckstücke und in ganz kleine Eckstücke. Und wenn man es dann nochmal zerschneidet, kommen hier nicht Water Wheels raus. Das ist falsch, da kommen Zahnräder raus. Entschuldigung. Water Wheels ist in einer anderen Folge, da sind wir noch nicht so weit. So, dann habe ich hier drüben an der Kiste schon mal vorbereitet, was wir brauchen, um die Säge anzusteuern. Und zwar müssen wir hier aus den Stricken, die wir in unserer Mahlanlage gemacht haben, so Fabrikpapier oder halt ja, Stoff herstellen. Mit dem Stoff und diesen normalen Woodenplanks, später kann man dann auch die geschnittenen Woodenplanks nehmen, tun wir uns jeweils ein Segel herstellen und wir brauchen 4 Segel, um eine Windmühle zu bauen. Um das Ganze dann zu steuern, benötigen wir noch eine Achse. Da brauchen wir Rope. Rope habt ihr noch nicht gesehen. Rope habe ich, ja gut, ich zeige es euch hier. Ich habe es noch nicht in der Kiste reingepackt. Und zwar für eine Rope müsst ihr einfach genauso hier diese Stricke zusammenbinden. Dann kriegt ihr dann eine Rope raus. Und ja, und dann brauchen wir noch eine Gearbox. Das ist auch mit Woodenplanks. Dann Gear, also Zahnräder, und in der Mitte ein Redstone, und davon brauchen wir halt ein paar. Das sind die ganzen, sag ich mal, Gelenke bzw. Achsen, die man benötigt, um dann später in der Mechanik Dinge zu bauen. Dort hinten dreht sich schon so ein Windrad. Da gehen wir auch direkt mal hin. Das habe ich schon ein bisschen angemalt. Normalerweise ist die Standardfarbe von diesen Windrädern weiß. Man kann aber hergehen und kann die in, ich nehme jetzt mal ein paar lustige Farben hier raus. Kann jetzt zum Beispiel hergehen. Und grün habe ich ja. Wenn ich da dran tue. Es tut nicht an das, wo ich anziehe, sondern es macht irgendwie so kreisförmige Bewegungen. Also da muss man sich vorher irgendwie ein Schema überlegen, in dem man die färben möchte. Tun wir die Farbe noch dran und die Farbe. Und jetzt haben wir. Moment, eine Farbe habe ich noch. Grau. Ist ja eigentlich keine Farbe. So, jetzt haben wir hier unterschiedliche Farben dran. Ach, jetzt könnte ich eigentlich mein Grün noch dran klatschen. Auf jeden Fall kann man das dann färben, wie man möchte, mit den unterschiedlichen Farben, die es halt in Minecraft gibt. Gehen wir mal hoch und probieren direkt mal die Säge aus. Wir befinden uns also jetzt hier in dem Haus, wo ich das Windrad hier außen angebracht habe. Hier habe ich eine kleine Konstruktion gemacht. Ihr seht, hier ist diese Achse. Also diese Achsen, hier ist diese Ansteuerung. Man muss immer gucken, das Signal sozusagen kommt von dort. Also das Windrad kommt von dort und dann muss man seinen Kasten, den man hier hat, muss man so in die Richtung machen, dass dieses Kreuz, man kann das also wirklich an die Decke machen, nach oben oder unten machen, dass das immer aus der Richtung kommt, wo die Kraft herführt. Und man dürft die Achsen, dürft man höchstens 3 lang machen, die zwischen diesen Dingern sind. Ansonsten wird es einfach zerstört. Und hier kann man zum Beispiel auch einen Schalter dran machen. Ihr seht, hier habe ich die Säge hingebaut. Und diese Schalter sorgen dafür, dass die Übersetzung halt mal kurz unterbrochen wird. Ist halt sehr wichtig. Euch würde die Säge nämlich zerbrechen, wenn es jetzt anfangen würde zu regnen. Fängt sich nämlich dieses Rad ganz schnell an zu drehen. Und damit zerstört es einen halt die komplette Konstruktion, beziehungsweise halt die Säge, weil das Ganze dann zu schnell läuft. Und dafür braucht man die Schalter, um das hier abzuschalten. Das ist bei dem Windrad leider so. Man muss dann entweder später mit Sensoren arbeiten oder halt anders da. Das kommt aber alles später. So, wir haben die Säge gerade nicht im Betrieb. Ich stelle hier aber schon mal einen Block hin und mache das Ganze an und dann seht ihr, zack, da zerbricht es. Wir kriegen Sägemehl raus und 4 Holz. Also ich dachte, 16 sind es. Okay, dann machen wir das. Seht ihr, das zerteilt es dann in eine nächst kleinere Stufe. Hier nochmal in eine nächst kleinere Stufe. Und hier in die ganz kleine. Und wenn ich das jetzt nochmal hier hinsetze, dann kommen da Zahnräder raus, die wir ja für unsere Rezepte brauchen. Ja, so funktioniert eine Säge. Ich mache die ganze wieder aus, damit das Ganze hier nicht kaputt geht, falls es anfangen sollte zu regnen.
Hier sehen wir die unterschiedlichen Ressourcen, die dabei rauskommen. Und mal sehen, was wir damit alles machen können. Ja, Leute, ich habe das Sägemehl jetzt nochmal bewusst zur Seite gelegt. Ich möchte euch zuerst die Hopper zeigen oder ja, Auffangbehälter, wie ich sie nenne. Und zwar lässt sich das Ganze so bauen, indem ihr diese Side-Dinger, die wir eben gerade zerschnitten haben, einen kleinen unten, eine Pressure Plate und zwei Zahnräder hier hinbaut. Dann kriegt ihr so einen Hopper raus. Und da gibt es unterschiedliche Filtereinstellungen, die man da drauf bauen kann. Dazu werde ich aber nochmal ein gesondertes Video machen, da das dann doch relativ kompliziert ist und wahrscheinlich in so einer Art Let's Build endet. Und zwar hat man da halt für einzelne Blöcke, für größere Blöcke, nur für Samen, nur für Blöcke, die 16 Stacks haben und so etwas. Und dieses Soul Sand, das kann man hier in diese Hopper oben einbauen. Und was so ein Hopper kann, zeige ich euch mal. Ich nehme hier mal Items raus. Und zwar, wenn ihr jetzt hier von oben irgendwie ein Item draufkommt, wird es dort rein collected. Das ist relativ wichtig für automatische Maschinen, dass die befüllen und man kann das Ganze auch noch ansteuern. Und hier habe ich mal so ein Gitter drauf gebaut. Dann seht ihr auch gleich, das wird hier drauf gebaut. Aber wie gesagt, damit beschäftigen wir uns in einer anderen Folge. Jetzt möchte ich euch noch ein paar kleine Features zeigen, die so mit reinkommen. Zum einen gibt es halt von jeder Farbe der Wolle, wenn ihr die so zusammenbaut wie halt normale Half-Steps, könnt ihr solche Half-Steps herstellen. 6 Stück kommen dabei raus, kennt man ja mittlerweile von Holz und von anderen Materialien. Hier in dem Mod gibt es halt auch für die farbige Wolle das. Dann haben wir einen Block für Seile, wenn man 9 Seile zusammenbaut. Wir haben hier so ein Wicker, das ist ein Bambusgitter, das brauchen wir dann halt auch später für den Collector, so wie dieses Ding, wo man Sachen reinwerfen kann, was ich euch gerade gezeigt habe. Das wird einfach mit Sugarcanes gebaut. Daraus kann man dann auch wiederum einen Block formen, das sind nur 4 Dinger. Kann das Ganze wieder zu Half-Steps machen und man benötigt das halt auch für Plattformen, für was man Plattformen braucht, dazu kommen wir auch erst später. Und hier habe ich noch ein relativ cooles Ding gefunden, das wir durch die Zerschneiden der Teile machen können, und zwar einen Tisch. Und da kriegen wir 4 Stücke dabei raus. Ich habe zwar in meiner Wohnung schon einen Tisch, aber ich zeige euch mal, was daran so besonders ist an diesem Tisch. Normalerweise müsste man jetzt sagen, okay, das sieht aus wie eine Pressure Plate, aber wenn man den nämlich hier erweitert, sage ich mal, so auf 4x3, dann seht ihr schon, dass in der Mitte die Tischbeine dann verschwinden und dass das zu einem perfekten Tisch zusammenwächst. Und das ist halt so ein, ja, kleinerer Block, der hier mit in den Mod eingefügt wird. Ja, Leute, und das sollte fürs Erste erstmal alles gewesen sein. Für das Zeitalter, in dem wir ein bisschen in die Mechanik gehen. Ich habe noch ein kleines Let's Build oben auf meiner Let's Build-Plattform vorbereitet, das ich freischalten werde, sobald ihr, sagen wir mal, diesmal halt wieder 1000 Likes oder irgendetwas erreicht habe. Ich wollte eigentlich mal so 1337. Das Ganze hat nichts mit Erpressung zu tun. Das Ganze hat halt einfach damit was zu tun. Ich gebe mir Mühe bei den Videos und ich verlange dafür halt nur Likes von einer bestimmten Anzahl, damit das Video irgendwie auf die Startseite von YouTube gepusht wird. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ab 1337 Likes schalte ich dann das Let's Build frei, indem ich zeige, wie man halt so eine kleine Maschine baut, mit der man sich diese Konstruktion hier erleichtert und automatisiert. Ansonsten bin ich jetzt hier raus. Ich hoffe, der zweite Part von meinem Mod-Vorstellungsvideo hat euch gefallen. Wenn ich die Zeit habe, werde ich den dritten Part vorbereiten und fertig aufnehmen und dann hochladen. Ich bin jetzt hier raus. Ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal.